Herzlich willkommen zu einem Part von Heyday Derby-Rückblick. Wir blicken auf das vergangene Derby zurück von den vier Gemeinschaften. Hier habe ich die Belohnung schon abgeholt, das werdet ihr am Ende von Part 18 bei Projekt 100. Wir sind Fünfter geworden, 19.000 Punkte mit der Projektgemeinschaft. Gute Leistung. Bingo haben wir leider keins geschafft. Das war nicht drin. Das Problem ist, dass halt viele noch in so einem niedrigen Level sind, dass es einfach nicht drin ist, da hohe Punkte zu machen. Oder allgemein die Aufgabe überhaupt zu schaffen. Zum Beispiel bei der Fisch mit Pommes, die kann ich zum Beispiel noch nicht mal machen. Und ich weiß gar nicht, was da noch für eine Kacke war. Ich würde jetzt gerne die Bingo-Tafel zeigen, aber davon habe ich jetzt kein Bild. Auf jeden Fall war das eine sehr beschissene Bingo-Tafel für Leute, die niedrig im Level sind. So, Hyrule Projekt 100, 1247, Jonas 1280, genauso wie Domino, Peter 1320, Hühnerfarm 1600, genauso wie iCrimex, gut und alt 1835, ich 2537, Anton und Ziegelhof, Max Derby mit 8 Aufgaben, 2560. Auf jeden Fall gute Leistung, wurden wieder ein paar gekickt. Falls ihr in die Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft seid, schon achtet darauf, dass ihr nicht so eben über die 1200er Grenze kommt, sondern schon so Richtung 2560 geht. Je mehr, desto besser. Je mehr Belohnung bekommt ihr, desto höher die Game abschneidet, desto mehr Belohnung bekommt ihr. Und wenn wir in die Champions League aufsteigen, ist es allgemein besser. Also merkt euch das auch für andere Gemeinschaften. Je mehr Punkte ihr im Derby holt, desto besser ist es für euch im Endeffekt auch. Deswegen gibt es halt immer so Mindestregeln. Ja. Boah, Hannes. Alter, wie viel hat er denn gespendet? Er rastet komplett aus. Wir haben viel gespendet. Aber Hannes ist der Höchste. Der Spendenkönig, der Hannes. Wie viel ist denn das, was er hier hat? 29, 51 sind 80 und dann 94. Hannes. Nice. Spendenkönig. Okay, wir gehen zur dritten Gemeinschaft. So, da wären wir. Wie viel sind sie geworden? 10. Platz. Ja, wir wurden auch wieder einige gekickt in der dritten. War wieder ein sehr Chaos-Derby, was das angeht. Gucken wir uns mal die Einzelergebnisse an. Lena 1887, Felix 1920, Lucia, ne? Wahrscheinlich. 2190, Reini 265, It's Maria 2718, Max Derby mit 9 Aufgaben, Queen of Hell, Marie, Annie und Lenny, Gina, Tiger Ranch, Mufam und Alex sogar 10-mal 320 Aufgaben. Nice. Also so auf jeden Fall ein gutes Derby. Wundert mich, warum die 10. geworden sind. Aber es wurden wahrscheinlich wieder wirklich welche gekickt. Hier nochmal einmal die Bingo rein. 2 Bingos haben wir geschafft. Einmal von Schiff zu Lebensmittelgeschäft runter. Und beleben nach LKW. Man hätte jetzt noch hier in oben rechts machen können. Oder eine Erdbeerkerze. Ja, wäre, weiß nicht, da wäre oben rechts am besten gewesen. Aber, naja, Stadtaufgaben sind nicht so beliebt. Obwohl der eigentlich gar nicht so schwer gewesen wäre. Also wenn man Angeln macht und dann auch noch Lebensmittelgeschäft, dann ist der oben rechts eigentlich noch besser. Aber vielleicht hat einfach die Zeit gefehlt. Aber ist in Ordnung auf jeden Fall. Zwei Bingos. 10. Platz finde ich echt ein bisschen komisch. Warum 10. ohne Scheiß? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele gekickt wurden, falls es einer von euch weiß. Ansonsten schreibt es mal. Echt mysteriös, muss ich sagen. Also ist das Derby ja eigentlich sehr gut gelaufen. Boah, Maria hat auch wieder viele. Oh, Queen of Hell auch. Ja, hier viele mit vielen Spenden dabei. Was ist denn hier der Höchste? Marie, ne? Mit 67 hier. Naja. 86, Marie. Glückwunsch zur Spendenkönigin von der dritten diese Woche. Okay, wir gehen zur zweiten Gemeinschaft. Ja, hier habe ich auch mal mitgespielt. Ausnahmsweise, Mann, wir sind Erster geworden. Ey Leute, das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ihr glaubt's gar nicht. Ich habe extra noch den Morgen noch eine 10. Aufgabe gemacht. Also, ich heißt, dass ich jetzt uns den ersten Platz geholt habe. Nein, habe ich nicht. Da gehört die ganze Gemeinschaft zu, nur ich möchte damit sagen, am Montagmorgen haben uns, nee, erstmal so, am Sonntagabend waren wir Erste die ganze Zeit mit, oder allgemein am Sonntag mit richtig viel Abstand eigentlich, und dann haben die aufgeholt. Dann hatten die eine Aufgabe, waren die vor uns, irgendwie 270 Punkte oder so. Und dann haben ich und David hat ja auch noch eine 10. gemacht, deswegen haben wir jetzt so 400 Punkte Vorsprung ungefähr, haben wir jetzt dann den Montagmorgen dann noch die Aufgabe jeweils gemacht und dann haben wir die noch eingeholt. Boah, das war
Wir haben gehofft, dass sie keine Aufgabe mehr machen. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt den ersten Platz. Bam! So muss das sein. Irgendein Puzzleteil, wenn sie schon mal da sind. Dann nehmen wir die auch. Wie viele Puzzleteile, ne? Oha! Viele Puzzleteile. Guck mal, 3 Stück. Ne, 1, 2, 4. 4 Puzzleteile und 2 mal Klopapier. Alter. Das ist selten. Selten und gut. Das wundert mich. Ja, 40.640. Habe ich auf Instagram gepostet, das Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich muss mal eben kurz Derby ausmachen, weil ich diese Woche keine Zeit habe wegen Animal Crossing und weil mein Bruder, weil ich da mir helfen muss in der Bude. Gucken wir uns die Einzelergebnisse an. Okay, Fabians kleine Farm hat leider eine Aufgabe verkackt, aber trotzdem noch 9x 320 Punkte. Katja auch 9x 320, genauso wie Happy Tree. Und dann kommen die 10er. 10x 320 Punkte. Wonderland. / Experiment. Lily Eve. Dennis. Kuschelmonster. Mike. David. Maike. Ich. Anton. Und meine kleine Farm. Sehr, sehr gutes Derby, muss ich sagen. Wirklich. Das ist mal. Also, wenn man bedenkt, dass es in Anführungsstrichen nur die zweite ist. Sehr, sehr gut gelaufen. Aber mittlerweile sind noch nicht mal viele hier drin. Also, falls ihr rein wollt, schreibt mir mal. Müsst mir vorher schreiben, sonst kommt ihr da nicht rein. Aufnahmebedingungen müsst ihr erfüllen. Okay, jetzt gucken wir mal bei der ersten. Aber warte mal, wir haben 3 Bingos geholt. Die habe ich jetzt leider nicht als Screenshot. 3 Bingos haben wir geholt. Habt ihr jetzt auf dem Handy. Ich gucke mal, ob ich die schnell finde. So, da wären wir bei der ersten. Ich habe es leider jetzt nicht mehr gefunden. Die... Auch erster. Wow. Nice. Erster Platz. Genauso wie die zweite. Schade, dass die dritte und die Projektgame das mal nichts geholt hat, aber vielleicht beim nächsten Mal. Oh, 50% schneller Tom. Nochmal 50% schneller Tom. Ah, ich habe mich schon gewundert. Oh, soll ich Klopapier nehmen oder Tom, ey? Ich nehme lieber Tom, glaube ich. Klopapier dauert sowieso noch Jahre, bis ich das mal erweitert habe, alles. Genau, Bingo habe ich gerade nicht mehr gefunden von der ersten und von der zweiten Farm. Ich weiß, dass es geschickt wurde, also zumindest die zweite wurde auf jeden Fall geschickt, aber ich, mein Handy ist durcheinander, ich finde das dann nicht. Durcheinander, was ich hier im Zimmer habe, habe ich auch auf dem Handy, also müsst ihr euch das vorstellen. So grausam. Okay, drehen wir einmal. Vielleicht kriegen wir noch was Besseres. Ne, sieht gut aus. Ja, das nehmen wir so. 12 Belohnung. Bam. Jawoll. 3044, das ist richtig gut. Boah, 24 Einladung. Oha, lol. Leute, ihr müsst mal aufhören, mich in die Gemeinschaft einzuladen. Meine Infobox explodiert sonst irgendwann noch. Okay. Jan 280, genauso wie Meckes, Silberauch, Pascal, Tobi, Marika, Senian und Alex. Sanjo 3179. Oh, was war da denn? Ach ja, stimmt, die hat aus Versehen eine Kinoaufgabe genommen, die 279 Punkte hat oder so. Oder 200. Ah, irgendwie hat sie eine Kinoaufgabe genommen, die auf jeden Fall nicht so viele Punkte hatte. Die wollte die eigentlich löschen, hat die dann genommen. Marike, Tanja, ich, Greenboy, Jonas, Peter und Princess Peaches. 3200 Punkte. Und Maui Waui. Auch 3200 Punkte, die aber schon die GM verlassen hat. Die ist wieder reisen gegangen. Ist zurück in die zweite Co-Leiterin. Okay, gucken wir uns die Spendenliste an. Habe ich, glaube ich, gerade in der zweiten vergessen, ne? Gucken wir uns den anderen mal an. Komplettes Durcheinander hier. Tanja 64 wieder. Tanja rastet wieder aus. Peter ist wieder der erbeten King. Der Beten King of Milchwurst, sage ich euch. Ja, Tanja, Spendenkönigin, aber easy, easy. 64 Mal gespendet. Nice. Glückwunsch dazu, Tanja. Wir gucken mal eben noch in der zweiten wegen Spenden. So, gucken wir mal. Kuschel. 35. Also 35 hoch ist wenig, aber ich wollte gerade sagen, David hat mehr schon.
41. Oh, David. Geht hier ganz voran. Mit 62, 66. Ja, David. Du wurdest zum Spendenkönig mit 66. Nice. Hast du fast genauso viel erbeten? Hast mal 66 gespendet und 64 erbeten. Ja, ungefähr so Ausgleich muss das sein. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Morgen kommt übrigens Projekt 100, Part Nummer 8. Seid dabei. Würde mich einfach freuen. Haut rein und ciao.